stehen wir am Zusammenbruch eines heimtückischen Plans? War C die perfekteste Falle? Oder vielleicht doch nicht? Heute spielt dieser Schlüssel eine entscheidende Rolle in meinem Video. Ich werde dir genau erklären, woran man erkennen kann, dass vielleicht doch alles geplant war. Also sei dabei, dass du genau Bescheid weißt. Die letzten Jahre waren sehr anstrengend. Sie haben an unseren Nerven gezerrt und viele von uns sind in der Angstmatrix gelandet. Viele spirituelle Menschen und Querdenker haben schon am Anfang dieser Zeit die Wahrheit gesprochen. Die ganzen Verschwörungstheorien, die meisten sind wahr geworden. Und heute möchte ich anhand dieses Schlüssels mit euch noch einen Punkt aufdecken, der einem wirklich zu denken gibt und der letztendlich auch bestätigt, dass dies alles manipuliert sein könnte. Dass dies alles geplant sein könnte von vornherein in Laboren. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Du kennst es doch, wie das ist, wenn du nach Hause gehst, schließt du dein Schloss auf. Schlüssel passt ins Schloss und du bist zu Hause, freust dich. Das kennen wir alle. Und das gibt es jetzt nicht nur für unsere Haustüren, sondern es gibt es auch in der Biologie. Und das schreibt dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip. Das heißt also, dass mindestens zwei Strukturen perfekt ineinander passen oder zusammenpassen müssen. Und wenn jetzt, ich beschreibe euch mal, wie es ist, wenn jemand krank wird. Wenn also jetzt ein Virus eine Zelle befallen möchte, braucht es einen Schlüssel, weil jede Zelle hat ein Schloss. Und wenn das Virus den richtigen Schlüssel hat, schließt es die Zelle auf und die Zelle wird dann krank. Es ist das so, in der normalen Biologie braucht es viele Mutationen, wo der Virus, meistens passt es nicht. Und dann guckt er, was kann ich machen? Dann verändert er hier ein bisschen die Form, dort ein bisschen die Form, verformt den Schlüssel so lange hier, bis er ins Schloss passt. Das ist nie genau die gleiche Abbildung wie das Schloss. Das ist immer so ein bisschen anders, aber ja, es ist eben ein natürlicher biologischer Prozess, der hier stattfindet. Bei C hat man festgestellt, dass der Schlüssel perfekt in das Schloss gepasst hat. Bei den C-Viren hat man das festgestellt. Und die Biologen, Virologen sagen, so etwas gibt es nicht. Ein natürlicher Vorgang sind verschiedene Mutationen, wo die Viren immer wieder ihre Schlüssel anpassen, um irgendwann mal Glück zu haben und das aufschließen zu können. Bei C ging das sofort. Das lässt jetzt den Umkehrschluss zu, wurde hier etwas manipuliert? Wurden vielleicht den Viren schon die perfekten Schlüssel gegeben? Wurden die einfach in die Viren schon eingefügt, sodass sie jede Zelle haben aufschließen können? Wenn du überlegst, wie viele Menschen sich angesteckt haben, ist dieser Gedanke vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja? Das heißt also, wenn der Virus den richtigen Schlüssel hat, kommt er in jede Zelle hinein. Und das heißt also, wenn wir das jetzt weiterspinnen, den Gedanken, das könnte alles geplant gewesen sein. Das könnte alles in einem Labor geplant gewesen zu sein. Und wenn man auch jetzt sagt, es war eine Panne, dass das eben nach außen ging, sagen wir, das könnte eher ein heimtückischer Plan gewesen sein, oder? Was meint denn ihr dazu? Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, damit ich weiß, was ihr darüber denkt. Was wir jetzt brauchen, ist ein Neubeginn, ein Neustart der Energien. Das haben die Member-Mitglieder, also unsere Kanalmitglieder im Member-Webinar, bekommen das von Erzengel Gabriel. Diesen Neustart, diese Neustart-Energien, die sind ganz wichtig.
Denn wenn wir nicht neu starten mit unseren Gedanken, wenn wir das nicht alles frei machen, dass wir wieder in unsere ursprüngliche Kraft kommen, dann ist es nicht gut, weil die Gegenseite produziert ja immer weiter negative Nachrichten. Ist ja nicht so, dass das jetzt ein abgeschlossener Prozess ist, sondern leider erst der Beginn von etwas nicht Schönem. Und wir können es aber ändern. Wenn du dir überlegst, es war geplant, wenn das jetzt stimmt, dass es geplant war, viele Menschen, nee, nicht viele, nur ein paar, haben sich ja finanziell sehr bereichert. Es wurden ja Aktien gekauft von diesen Firmen, die diese Spritzstoffe hergestellt haben. Die wurden ja gekauft, bevor es überhaupt bekannt war, dass ganz viel davon gebraucht werden würde. Und woher wissen diese Menschen das? Waren die vielleicht selbst daran beteiligt, das alles zu inszenieren? Schreibt mir bitte eure Meinung unter das Video. Wir werden heute von Erzengel Gabriel eine wunderschöne Botschaft erhalten und er wird uns stärken und Mut machen. Wir brauchen einfach die Hilfe der geistigen Wesen. Dieses Eintauchen in die Liebe dieser lichtvollen Wesen, das gibt uns Kraft. Und das ist das, was auch mir immer wieder gesagt wird nach einem Webinar, wie wundervoll man sich fühlt, wie rein und frei man sich fühlt. Und das ist die Basis für unser aktuelles Leben, sich immer wieder frisch und frei zu fühlen, in seine Kraft zu kommen. Und Erzengel Gabriel ist der Bote Gottes. Und er bringt uns die Botschaft des Neubeginns. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen den Neubeginn. Es ist wichtig, dass die Menschen aus der Angstmatrix rauskommen. Diese Zeitlinie der Angstmatrix, die ist viel zu stark geworden. Und sie wird ja auch immer weiter angeschürt durch alles, was gerade so passiert. Denkt an den Krieg, denkt an die Insekten, denkt an das Grundgesetz für die, mir fällt der Name jetzt nicht ein, ihr wisst, was ich meine. Und denkt auch an die Heizungsreform. All diese grotesken Dinge, die hier von uns verlangt werden, bringen die Menschen immer mehr in diese Angstmatrix hinein. Und es ist aber noch lange nicht verloren, weil wir haben ja unseren freien Willen. Wir haben unsere Kraft, unsere Liebe und unser Licht. Und wenn wir das jetzt in die Energie des Neubeginns hineinbringen, dann haben wir es geschafft. Und das sind die Schritte, die wir tun sollten. Das sagt auch Erzengel Gabriel zu uns. Und diejenigen, die das Webinar machen, die wissen das ganz genau. Und die haben schon diese Energien in ihren Zellen gespeichert. Sie sind schon angeschlossen an den Neubeginn und das ist das, was für uns wichtig ist. So, und jetzt machen wir zusammen, ich hole mal hier ein Ursprungslicht, habe ich mir geholt, sprühe mich damit ein und wir werden jetzt mit Erzengel Gabriel zusammen die Botschaft hören. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. Geliebte Menschen der Erde, geliebte Wesen des Lichtes und der Liebe, Erzengel Gabriel spricht heute zu euch und zu dir. Und es ist mir eine große Freude, dir zu Diensten zu sein. Ich weiß, dass ihr alle Unterstützung braucht. Und ich gebe sie euch sehr gerne. Ich betrete diesen Raum als Bote Gottes. Und als Bote Gottes spreche ich zu dir. Und so spüre, wie jetzt die Energie sich anhebt. Wie meine Energie in deinen Raum fließt, bis zu dir.
Körper. Und wenn du dein Herz öffnest, werde ich dich göttlich berühren. Meine Liebe wirst du spüren und deine Seele wird sich erinnern an das, was du in Wirklichkeit bist. Dieses wundervolle Wesen des Lichtes, hierher gekommen, um das Licht zu halten, um den Weg des Lichtes zusammen mit vielen lieben Wesen der Erde zu gehen. Und meine lieben Menschen, wir, die geistigen Wesen, wir sind stets bemüht um euch. Wir sind stets da. Und es gibt eigentlich keinen Grund, in die Angst zu gehen. Es wäre wichtig, dass ihr erkennt, dass die Angst eine Illusion ist. Denn jeder einzelne Mensch hat alles das, was er braucht. Jeder einzelne Mensch trägt alles in sich. Er ist gesegnet von Gottes Liebe. Und wir, die Engel, sind da, um euch und dich zu begleiten und immer wieder daran zu erinnern, dass ihr niemals alleine seid. Euch immer wieder daran zu erinnern, dass Angst eine Illusion ist. Es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein. Denn ihr seid ewig lebende Wesen. Euch kann nichts passieren. Es ist nur der Schleier der Vergessenheit, durch den ihr jetzt schlecht sehen könnt, und deswegen macht ihr euch klein. Deswegen glaubt ihr alles, was gesagt wird, wenn es mit Angst zu tun hat. Und gerade da solltet ihr hellhörig werden. Denn allein das Wort Angst trägt eine negative Schwingung. Und diese Schwingung, die passt gar nicht zu euch. Ihr seid Wesen aus Liebe und Licht erschaffen. Ihr tragt das göttliche Licht in euch. Und die negative Energie hat keine Kraft über euch, wenn ihr es nicht zulasst. Und so erinnert euch immer daran, dass ihr diese göttlichen Wesen seid. Erinnert euch daran, dass euch niemals nichts Böses geschehen kann. Erinnert euch daran, dass ihr hier seid, um einige Dinge zu erleben, die sich eure Seele wünscht. Aber um euer Leben braucht ihr keine Angst zu haben, denn eure Seele, sie ist unsterblich. Und auch die Fülle des Universums, sie steht euch zur Verfügung. Und wenn ihr diese zwei Punkte beherzigt, werdet ihr gut durch das Leben kommen. Dann werdet ihr auch in der Lage sein,
die Energien des Lichtes und der Liebe weiterhin zu stärken. Und ich weiß, dass ihr, die ihr jetzt hier zuhört, dass ihr dies alle tut. Und so bitte ich euch nun, eure Hände auf euer Herz zu legen, und ich lege meine Hände auf die euren, auf deine Hände. Um dir spüren zu lassen, welch ein guter, lichtvoller Mensch du bist. Und so lass die Liebe fließen, die dich jetzt umhüllt und trägt. Und lass die Liebe dorthin fließen, wo du möchtest, dass sie ist. Lass die Liebe auf die Erde fließen, zu den Menschen, die du dir aussuchst, die Unterstützung und Hilfe benötigen. Ich gebe dir ein wenig Zeit und bin bei dir. Ich bin deine Liebe, ich bin dein Licht. Ich bin die grenzenlose Liebe, die grenzenlose Achtsamkeit. Ich bin das Tor. Zu dem göttlichen Wesen, zu Gott. Ich bin das Tor, welches dich in die allumfassende Liebe deines Schöpfers trägt. Und so habe ich heute für dich gewirkt, voller Freude und Achtsamkeit. Und so fließt die göttliche Energie immer noch zu dir und wird dich heute den ganzen Tag begleiten. Die göttliche Energie, sie wird bei dir sein. Du spürst den Schutz und die Anwesenheit der Engel. Gabriel verabschiedet sich voller Liebe von dir. Und ich danke Erzengel Gabriel für diese weisen Worte des Lichtes. Und ich danke auch dir, dass du heute hier warst und dieses wundervolle Licht empfangen durftest. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns zum nächsten Video.